Hallo, ihr süßen Puppis, willkommen zur Dschungelnachlese Tag 5 mit der Herren Deluxe. Hallo und der Jurassica Parker. Hi. Der Challenge ist wieder ohne Gesicht. Ohne Gesicht, ja. Ohne Gesicht. Es geht aber von Tag zu Tag besser. Ja. Was ist, das war heute so eine fizzelige Show. Da war so viel Kleinzeug. Und so viel durcheinander geschnattert. Ja. Hanka steht nachts an den Betten von den anderen Insassen und Insassinnen und beobachtet die beim Schlafen. Aber stundenlang. Ach, guck, wie friedlich sie schläft. So, dann die Kader, die schmollte noch von gestern. Ist ja kein Wunder. Weil die dritte Dschungelprüfung und dann musste sie wieder rein, dann wollte sie ja gestern kündigen. Dann wurde ihr heute gesagt, sie kann nicht kündigen, weil sie hat ja keinen Job. Sie hat ja selber gesagt, dass sie einen Job hat. Als sie einen Bürojob. Genau. Ja. Sie hat vielleicht, aber sie hat das bestimmt verwechselt, wenn sie zum Arbeitsamt geht. Ach so. Ist ein Büro. Ja. Und da deswegen hat sie den Bürojob. Das kann sein. Sie hat die falsche, sitzt immer auf der falschen Seite vom Schreibtisch. Aber wundert sich, warum sie keinen Job vermittelt bekommt. Nee, die Katze da ein. Sie hat sich da einen zweiten Standbein aufgebaut. Das stimmt. Das muss man aus. Ein Glück war es nicht der dritte. Bei Kader ist das so, die hat ja dann wirklich geschmollt und dann kommt die Pollschlampe raus bei ihr. Dann sagt sie so Sachen wie, ey Mann, ich schwöre und so, ja. Hanka kuschelt mit Bäumen, also die geht dann gerne mal raus. Die redet mit den Bäumen. Und sagt dann sowas wie, oh, ich hab dich so lieb, oh, du bist so. Und dann waren die Elfen wieder da. Die Elfen waren wieder da, ihre Freunde waren dann da. Kleine Trolle. Ja, und dann da war, also die ganze Familie war wieder zusammen. Ja. Von Bonnies Ranch, dann ist sie mit Vollornat-Klamotten in den See gegangen und hat da so auf toten Mann gemacht, das ist so ein bisschen so reingelegt so und hat so Floating in Wasserschorle gemacht und hat dabei, glaube ich, immer auch so ein bisschen laufen lassen. Ja. Die Blase entspannt. So ein bisschen geplatscht. Hat geplatscht, damit sich das verteilt. Genau. Er ist ein stehendes Gewässer. Ja. Und dann kam ja auch noch jemand und wollte auch mit rein, hat sie gesagt, nee, sie braucht noch einen Moment. Genau. Ich weiß auch genauso, wenn man im Meer baden geht, ne Herren, immer wenn sie einer von der Gruppe abseilt, dann weiß man, der pullert gerade. Man planscht dann auch. Der Markus hat sich die Hanka dann vorgenommen, weil der ist ja auch Therapeut. Ja, ich weiß. Und das ist nicht seine Schuld. Aber wenn der mit Leuten redet, dann die öffnen sich einfach freiwillig ihm gegenüber. Und da hat Hanka über ihre Störungen gesprochen. Das war früher war das noch alles gar nicht so. Und dann fing das beim Einkaufen an. Dann hatte sie auf einmal Angst, die Erbsen aus dem Regal zu nehmen. Ja. Und das war dann schon schlimm. Und da hat sie für 40 Euro... Für 40 Mark. Stimmt, war noch in der Kaufhalle war es ja noch. Also für 40 Ostmark konnte man damals irgendwie die ganze Kaufhalle leer kaufen. Ich sag's ja. Und dann hat sie eine Tüte, die da in dieser Kaufhalle war... Die hat sie dann in der Telefonzelle vergessen. Stehen lassen. Weil es so eklig war. Irgendwas war dann da auch eklig. Warum ist sie in diese Telefonzelle? Weiß ich nicht. Vielleicht wollte sie putzen. Hankas Leben ist eine einzige Toilette. So, apropos Toilette. Kader Loth. Habe ich mir ja aufgeschrieben. Können wir hier auch nochmal gucken. Kader Loth. Opfer. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, warum. Das war, glaube ich, allgemein. Allgemein. Kader Loth ist einfach ein Opfer. Das ist ein Mega-Opfer. Und dann ging es in die Prüfung. Ganz kurz, sie musste in so eine Höhle rein und dafür Räume und blau musste da Sterne sammeln. Und das war aber wirklich lustig. Kader war erstmal auch bockig wieder. Gut, so, dann ist sie also rein mit hochgebundenen Haaren und dann in die erste Grube rein. Also sie hat auch erst wahrscheinlich gedacht, dass die Sterne von selbst auf sie zukommen, aber sie musste halt rein in so Röhren. Und da waren halt so Schlangen oder Leguane oder irgendwas Eidechsen. Drin. Eidechsen. Ja, kleine Eidechsen. So, und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und dann war da so eine lange, lange Röhre und da waren so Sterne aufgerollt, also so drüber. Und da, musste sie die Sterne so abdrehen und dann war so bestimmte, da konnte man so rausfriemeln, hat Kader nicht verstanden. Weil die war so gestresst und die war auch den Tränen schon wieder nah. Und davor saß ein
eine Eidechse, ja, die war halb so groß wie sie. Halb so, ja, groß? Und die hat sich immer so aufgeblustert. 60 Zentimeter. Ganz so. Ja, ja. Der, sie hat immer gesagt, der war halb so groß. Der, ja, Eidechse, der Eidechse war halb so groß wie ich, 60 Zentimeter bestimmt. Und halb so groß. Ja, das hat sie gesagt. Halb so groß, ja, wie sie. 60 Zentimeter bestimmt. Und weil sie war ja so unter Stress in dem Moment. Und dann hat sie ja auch nur 3 Minuten gehabt, um diese Sterne da abzuschrauben. Und es ist so, als ob man so einen Affen vor so ein Bauklotzding setzt. Und dann muss der Affe versuchen, das runde Bauklötzchen in das eckige Loch reinzufrieren. Wie beim Fußball. Wie beim Fußball. Nur, dass sie das beim Fußball halt schaffen im Idealfall. Bei Katalot war es wirklich vergebene Liebesmüh. Und das Moderatorenteam hat auch gesagt, Kater, komm, lass es bleiben. Ist sie wieder rausgegangen, dann musste sie in den nächsten in so Löcher reingreifen, ja, mit der Hand. Das war so Fisten für Fortgeschrittene. Ja, genau. Und das war sehr toll. Ach nee, erst war ein Reptil drin. Nee, ja, und dann hat sie gefragt, Reptil, ist das ein Raubtier? Ja, das ist ein Raubtier. Das ist ein Raubtier, das Reptil. Und dann hat der Reptil hat sie dann gebissen. Er hat mich gebissen. Nee, das war der Schlange. Das war der Schlange. Das war der Schlange im nächsten Loch. Ach, das war der Schlange. Der Schlange im nächsten Loch. Aber sie musste erst mal überlegen, irgendwie, ob sie sie auch gebissen hat. Und dann hat sie geschrien, der Schlange hat mich gebissen. Der hat mich gebissen. Ist der gefährlich? Ist der giftig? Ist der giftig? Und dann, und dann ging es so weiter. Also für Katalot ist alles männlich. Ja. Anscheinend. Es gibt. Alles. Ja, gut. Alter ist das ja. Der K. Ja, stimmt. Stimmt. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So, und dann musste sie ganz zum Schluss noch irgendwie in sich so anschnallen lassen, also auf den Boden legen, und dann kam Wasser und da kamen ganz viele Schlangen. Und da hat dann die Sonja Zietlow gesagt, du musst dich jetzt anschnallen, unten auf dem Boden. Und dann sagt Kader, wieso? Ich fall doch nicht runter. Und dann waren da so Schlangen, da hat sie wirklich gut gemacht. Da kam Wasser rein. Kam Wasser rein, 5 Zentimeter. Das ist so hoch wie der Fingernagel von Kader Loh. Genau, ja. Und Kader dachte aber, sie ertrinkt. Die hatte Todesangst. Das ist einfach nicht wie für 5 Zentimeter. Nee, die hat dann auch wirklich gesagt, was ist, wenn ich ertrinke? Ihr könnt mich doch hier nicht ertrinken lassen. Dann meinte dann so eine Zietlow und sagte, du wirst schon nicht ertrinken, Kader. So, also aber wir wissen eigentlich, warum das Wasser da drin war. Weil? Na, weil sie, wenn sie Angst gehabt hätte, hätte sie sich eingepusht. Ach so, hätte sie pushen ja, können. Das ist ja pushen. Ne, das ist ja der Hanker-Effekt. Wäre nicht aufgefallen. Sie hat dann 9 von 12 Sternen hat sie bekommen. Da war sie dann ganz glücklich, die Kader. Ja. Ganz glücklich, ja. Da ist sie ins Camp. Die hat sie vor allen Dingen mal rausgeholt aus ihren, ja, oben. Und da hat sie hier aus dem BH, und da hat sie die so richtig hingeschmissen, ja, und die so, und so richtig stolz. Wie so ein kleines Kind. Ich finde, die hat wirklich was Infantiles, die Kader. Ja. Als ob die so ein bisschen zurückgeblieben ist. Ja? Also nur Lippen, Titten und aber ein Gehirn von so einer Achtjährigen. Von einer Eidechse. Aber der ist giftig auch. Ja. Dann Hanka. Hanka ist irgendwann, hat die einen Rappel bekommen. Ja. Dann ist sie wieder in den Wald rein. Die wollte zu ihrer Puschhöhle. Puschgrube. Und die hat ja mittlerweile einen riesigen See, wo sie reinpuscht. Ja. Aber der Grube war leer. Wir machen jetzt alles nur noch mit der, ja? Okay, der Grube war leer. Und der Hanka, der war dann richtig traurig. Der ist wieder richtig ausgeflippt, der Hanka. Der war so wie der Gollum. Ja, und da hat die richtig so mit sich selbst gesprochen, und dann ging es immer nur so, überall sind hier Kameras und ich kann diese Titten nicht mehr ertragen. Da sag mal so, die Titten von diesen Titten. Und diese Ärsche, alle sind nackt. Und da sag mal, nackte Ärsche. Und dann, ich bin kein Opfer. Ich bin kein Opfer. Und wir da dachten nur so, doch, du bist ein riesiges Opfer. Und dann hat sie aber noch eine Sache gesagt, und die fand ich eigentlich ganz gut. Da hat sie dann, hat sie gerade hier zu Florian Wess und über Gina Lisa und Katalot und wie sie alle heißen, diese operierten Aliens, dass die alle unecht sind. Gesichter sind unecht und die Menschen sind unecht, und irgendwie ist das alles ihr zu unecht. Und ich finde, das war irgendwie eine Meinung, die finde ich eigentlich ganz gut. Ja? Ja, weil die sind halt wirklich unecht. Das sind ich habe ja Angst vor so Plastikgesichtern. Ja? Ja. Ja, guckst du mir jetzt da so blöde an? Honey hat eine ganz, ganz schlimme Viruserkrankung. Der hat Männergrippe. Und Dr. Bob hat ihn dann auch untersucht, abgehört mit so einem Stethoskop, hat dann rausgefunden, was hat er?
Was hat er? Ja, was hat er? Hat er mit dem ein Brustfell? Ein Brustfell. Seit eigentlich ist nicht schlimm, aber seit hat er eine Brustfell. Die hat er verschleppt. Der hat einfach Haare auf der Brust, die entzündet. Ach so, ach, ja, das ist eine Brustfell. Ach, eine Brust. Also muss er einfach nur mal kurz die Haare waschen, dann ist die auch weg. Ach, das war natürlich relativ einfach. Nee, es ist laut Hani, es ist eine ganz schwere Bronchitis, eine Lungenembolie, aber er hat weiter geraucht und Sport gemacht. 10 Stück. Also, schon 10 Embolien. Achso, 10 Zigaretten. So, dann waren die auf der Schatzsuche, da mussten sie wie Schweiß sammeln. Das möchte ich gar nicht weiter besprechen. Da haben sie die verarscht. Ja, oder? Kein Schweiß in zwei. Wie viel mussten sie? 25 Milliliter Schweiß sammeln. Was, wie viel sind denn 25 Milliliter? Das ist ein bisschen mehr als ein Schnaps. Als so ein Schnavodka. Das kann man sich doch nicht. Das gibt es doch gar nicht, oder? Also vielleicht Malle Jens. Weil der transpiriert und voller Menke auch. Ich möchte auch, der Malle Jens, der stinkt bestimmt auch widerlich. Und wenn du den Puller so hochhebst und da drunter riechst. Na gut, mal. So, dann Nicole Meth. Die fand heute auch zum ersten Mal statt. Sie hat sogar ihren ersten O-Ton in der Dschungelbox auf Sendung gehabt. Ja. Also herzlichen Glückwunsch, weißt Nicole. Du noch, was es war? Nein, es ging um Hanka, glaube ich, wieder. Ja. Es ging um Hanka, weil sie sich darüber aufregt, dass sie von Hanka im Schlaf beobachtet wird. Ja. Und Hanka und Nicole Meth sind jetzt auch in der nächsten Dschungelprüfung morgen. Ja. Und sie war ganz, ganz euphorisch, ist aufgesprungen und hat. Er hat ihr einen Kuss gegeben. Ja. Und Hanka hat es nicht gemerkt. Hat es nicht gemerkt, dass sie berührt wurde. Ist, glaube ich, sie ist gestört. Na, meinst du wirklich? Aber vielleicht kann der Markus ja sie dann therapieren noch die nächsten. Das stimmt. Die nächste die Woche. Nicole. Die Nicole, na und die Hanka auch. Auch. Und zusammen. Die Kader. Und den Florian. Und auf jeden Fall auch den Hanni. Und Mark Francis. Und Mark Terenzi. Und mal gucken, wie es weitergeht mit Hani und Nani. Da freue ich mich auch sehr. Ach Mensch, ja. Ja. Und ja, ihr Mäuse, das war's schon wieder. Bis morgen. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bye! Sharing is caring.